Und ich weiß nicht, ob ich es mitbekommen habe, vor ein paar Monaten hatten wir das Thema Polizeidatenbanken. Es gibt verschiedene, das Gericht hat gesagt, wir dürfen die nicht zusammenschließen und die Daten untereinander austauschen. Das soll jetzt geändert werden, weil wir brauchen mehr Sicherheit. Genau, das neue sogenannte Sicherheitspaket soll dazu beitragen, die innere Sicherheit zu bessern und das Asylsystem und Terrorismusbekämpfung noch mehr verbessern, als wir es jetzt sowieso schon machen. Genau, es gibt Punkte, die heißen Asylrecht, Waffenrecht und innere Sicherheit, Dauerbrenner, Netzfahndung via biometrischen Stimmenabgleich. Das heißt, falls ihr irgendwo mal in einem Video irgendwas gesagt habt, könnt ihr dann gefunden werden. Und was noch lustiger ist, sind anlasslose Polizeikontrollen. Die gibt es ja jetzt auch schon. Die sollen dann aber legalisiert werden. Es gibt Leute, die sagen, das finden wir nicht so okay. Die Ampel sagt, doch, das ist ganz wichtig, weil wir müssen ja für Sicherheit sorgen. Lustigerweise hat die soziale Partei, die wir in Deutschland haben, sich zusammengeschlossen oder mehrere hundert, mittlerweile sind es einige tausend Politiker, haben gesagt, nee, hört auf damit, das, was ihr gerade macht, ist nicht okay. Denn Asylpolitik muss humaner sein. Das ist ein Rückbau sozial integrativer Maßnahmen und wir bemängeln, dass Asylsuchende entmenschlicht werden und es wird ein migrationsfeindliches, rassistischer Diskurs von rechts gestärkt. Daraufhin der Sprecher von Scholzo, ach, da fühle ich mich ja direkt in meinem Kurs bestärkt, denn diese ganzen neuen Gesetze bauen auf die Menschenwürde doch auf und schützen ganz klar das Grundrecht auf Asyl. Super. Das Bündnis Gesichtserkennung stoppen sagt, nee, komm, ernsthaft. Und Sebastian Mark, Mitarbeiter bei der digitalen Gesellschaft, berichtet uns jetzt über die neuesten Entwicklungen auf diesem Feld. Bitte sehr. Hi, hi. Ja, der E-Punk lässt euch von dem Sebastian Mark nicht täuschen. Genau, heute gab es eine Entscheidung im Bundesverfassungsgericht. Einzelne gesetzliche Befugnisse des BKA sind in Teilen verfassungswidrig. Habt ihr vielleicht mitgekriegt, ist heute Mittag rausgekommen. Darum geht es um eine Neustrukturierung des Bundeskriminalamtsgesetzes. Das gibt es schon ein paar Jahre, wurde noch unter der Großen Koalition eingeführt. Es geht um die Verbunddatenbank INPOL. Und zwar wurden da verschiedene Datenbanken von verschiedenen Polizeien sozusagen zusammengezogen. Einmal, um eine größere Datenbank abzubilden und sich untereinander besser austauschen zu können. Damit haben aber auch deutlich mehr Sicherheitsbehörden Zugriff. Also nicht nur die Bundespolizei, auch Zoll, alle Polizeibehörden, also die landesweit organisierten und ja, für alle möglichen Zwecke. Warum war das jetzt gegen das Grundgesetz? Es ist mit dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung nicht vereinbar. Und zwar wurden als Gründe, wie ich hier geschrieben habe, hinreichend normiert die Speicherungsschwelle und Speicherdauer angegeben. Das heißt, es ging hier tatsächlich darum, wie schwerwiegend ist eine Tat oder ein Verdacht und wie lange wird das Ganze gespeichert. Also relativ formelle Gründe, die aber doch deutlich ausgereicht haben, dass das Verfassungsgericht gesagt hat, nein, das geht so nicht weiter. Außerdem ging es um eine Datenerhebung. Es war erlaubt, eine Überwachung von Kontaktpersonen einzuleiten. Das heißt also, wenn hier jemand unter Terrorismusverdacht steht, war es vollkommen legitim, auch Personen, die mit ihm in Kontakt waren, zu überwachen und das auf die intensivste Weise, nämlich tatsächlich mit Bildern, mit Audiodateien, und auf jegliche Weise, die man sich vorstellen kann. Und auch das ist gekippt worden und für verfassungswidrig erklärt worden. So, warum ich erzähle ich euch das? Das geht ja nicht ums BKA-Gesetz. Aber das kommt alles so ein bisschen mit rein in dieses Sicherheitspaket, zu dem wir gleich kommen. Es gab jedenfalls eine Verfassungsbeschwerde bereits
2019 eingereicht von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Das Gesetz wurde 2017 beschlossen, beziehungsweise ist 2018 tatsächlich in Kraft getreten. War damals auch eine Reform des BKA-Gesetzes, denn zuvor im Jahre 2016 wurde die da vorhergehende Fassung auch schon für verfassungswidrig erklärt worden. Ja, also keep calm and go to Karlsruhe. Danke an die GFF, die das mit in die Wege geleitet hat. Zusätzlich involviert waren da zwei Fußballfans, Frauen, die bei der Grünen Hilfe, also bei rechtlichen Vertretungen von Fußballfans sich engagieren. Und des Weiteren zwei Strafverteidigerinnen. Ist ein Sieg für die Pressefreiheit. Das ist natürlich ein großer Erfolg, dass diese Gesetze gekippt worden sind. Allerdings sollte man dieses Keep Calm and Go to Karlsruhe nicht zu ernst nehmen. Denn das Problem ist, das war ja jetzt einige Jahre tatsächlich in Kraft, dieses Gesetz. Und genau das gleiche Problem haben wir mit den Gesetzen, die gerade, in Arbeit sind. Das ist die Chatkontrolle und das ist aber auch das Sicherheitspaket. Das heißt also auch, wenn wir relativ sicher sein können, dass die vor dem Verfassungsgericht nicht Bestand haben, werden sie doch erstmal eingeführt und einige Jahre praktiziert. Und das sollte man halt von vornherein verhindern. So, wir machen jetzt einen Sprung zum sogenannten Sicherheitspaket. Das ist ein Gesetzespaket, das vorgeschlagen wurde nach den Anschlägen von Mannheim und Solingen und dann in tatsächlich Windeseile weiter getrieben wird. Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen, also von der Ampel. Es ist ein Paket von drei verschiedenen Gesetzen. Verbesserungen der inneren Sicherheit und des Asylsystems, Verbesserung der Terrorismusbekämpfung und von der CDU-CSU kam dann noch das Zustrombegrenzungsgesetz dazu. Worum geht es da drin? Es teilt sich so in drei verschiedene Bereiche auf. Ein Bereich trifft als erstes mal Asylsuchende. Da sollen staatliche Leistungen gestrichen werden. Und zwar für Menschen, die über ein anderes EU-Land eingereist sind. Das heißt also, das ist diese sogenannte Dublin-II-Geschichte. Dass Asylsuchende eigentlich in dem Land bleiben sollen, beziehungsweise sich da aufhalten, in dem sie eingereist sind, sobald die innerhalb der EU weiterreisen. Ist das so ein Dublin-II-Fall und diese Menschen sollen ausgewiesen werden. Auch Menschen mit bereits anerkanntem Schutzstatus soll dieser künftig schneller verlieren können. Und es geht auch um eine Zurückweisung oder pauschale Inhaftierung an den Grenzen. Also im Prinzip ist es wirklich eine Restriktion auf der kompletten Linie. Dagegen hat sich natürlich Protest gebildet. Und Pro Asyl sagt, das ist eindeutig verfassungswidrig, denn tatsächlich mit Streichung von Leistungen würden die Leute einfach innerhalb von 2 Wochen auf der Straße sitzen. Und das ist also auch tatsächlich wirklich nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Und auch kein Mensch kann wirklich sagen, warum das irgendwie gegen Terror helfen soll. Das ist immer eine komplett andere Nummer. Der zweite Teil bezieht sich auf das Waffengesetz, so in den Medien als Messerverbot besprochen worden, ging da um Klingenlänge und diese und jene Geschichten. Was aber viel schlimmer ist, beziehungsweise was einen viel tieferen Eingriff hat, ist die Erweiterung der Kontrollbefugnisse. Das heißt also, wo darf die Polizei jemanden kontrollieren, aus welchen Gründen und mit welchem Verdacht? Das heißt also, Kontrolle von Taschen, aber halt auch Befragung und das Durchsuchen, also tatsächlich auch Leibesvisitation. Und zwar ohne einen konkreten Verdacht. Das heißt also nicht so, oder
ich sehe, der hat ein Messer in der Tasche oder der hat ein Schild, ich laufe jetzt hier gegen den Staat und so irgendwie möchte Terroranschlag machen, sondern das ist wirklich verdachtlos. Das ist im Moment schon möglich in Grenzgebieten, also an den Außengrenzen, an Bahnhöfen und Flughäfen oder an qualitätsbelasteten Orten und Waffenverbotszonen. Also das ist jetzt hier zum Beispiel auch einfach Cottbusser Tor oder Görlitzer Park oder so. Das soll aber massiv ausgeweitet werden. Ja, genau. Vergnügen, Volksfeste, Sportveranstaltungen, Messen, Ausstellungen, Märkte, sämtliche Verkehrsmittel des öffentlichen Personennahverkehrs, kriminalitätsbelastete Straßen, Wege und Plätze sowie unabhängig einer Kriminalitätsbelastung hochfrequentierte Straßen, Wege, Plätze, Gebäudeflächen, Einkaufszentrum, Jugend- und Bildungseinrichtungen. Also im Prinzip einfach überall. Hat natürlich einen massiven Einschüchterungseffekt, bringt eine extreme Gefahr des gezielten Missbrauchs mit sich und ist natürlich diskriminierend, beziehungsweise hat ein hohes Stigmatisierungspotenzial, wenn man einfach auf der Straße angehalten wird, kontrolliert wird, durchsucht wird, befragt wird. Und da geht es natürlich jetzt nicht nur um Waffen, auch wenn es irgendwie im Waffengesetz ist. Da gibt es natürlich jede Menge Beifang. Da wird geguckt, was haben die Leute noch dabei? Sind da irgendwelche Drogen dabei, die noch nicht legal sind? Bei Netzpolitik haben sie schön geschrieben, sind das vielleicht Spraydosen? Auf jeden Fall ist das eine Geschichte, die man sich halt wirklich eigentlich nicht gefallen lassen kann. Sorry, jetzt bin ich hier rübergerutscht. Genau, das heißt also auch bei diesem Waffengesetz ist das, ja, geht wirklich nur in gewisser Geschichte um Waffen. Es geht eigentlich eher darum, dass man die Möglichkeit hat, Menschen überall kontrollieren zu können, was sie dabei haben. Das ist zum dritten Gesetzesteil, da kommen wir jetzt zur biometrischen Identifikation. Das ist die digitale Seite dieser Gesetzgebung. Und da geht es jetzt auch nochmal um Geflüchtete. Das Problem ist ja häufig, die Identität bei Geflüchteten festzustellen. Und oft haben diese Menschen halt keine Ausweise. Und die neue Gesetzgebung würde erlauben, die Handys zu durchsuchen, was im Moment nicht ganz so einfach ist. Und die zweite Variante wäre, wenn auf diesen Handys nichts zu finden ist, beziehungsweise was sich die Ampel da wünscht, ist ein biometrischer Abgleich von Fotos in sozialen Medien. Das heißt also, man würde wirklich jetzt mit einem Bild der Menschen, die man identifizieren möchte, durch das Netz gehen und soziale Medien durchsuchen. Es ist natürlich technisch schon vollkommen unmöglich. Man müsste also wirklich diese ganzen Dateien, Bilder und sowas scrapen und eine riesengroße Datenbank anlegen. Das ist ja auch schon passiert. Das ist genau das, was PIM-Eyes oder Clearview AI macht. Ist natürlich aber hier in der EU komplett verboten. Und das heißt also, hier werden auch wieder Sachen gefordert, die ja technisch so, also technisch nicht wirklich machbar sind, beziehungsweise extrem aufwendig wären. Und selbst wenn man sie durchziehen würde, auch wieder ganz klar gegen EU-Recht verstoßen würden und natürlich auch gegen unser Grundgesetz. Weiter geht es dann noch, dass das BKA und Strafverfolgungsbehörden diese Methode auch zur Aufklärung von Straftaten fordern. Das heißt also, auf der einen Seite geht es um Identifikation bei Asylsuchenden, auf der anderen Seite geht es tatsächlich um Strafverfolgung. Das einzig Positive daran ist, keine Bilder aus Echtzeitquellen. So steht es im AI-Act, das ist tatsächlich klar. Das haben dann auch die Menschen, die sich diese Gesetze da ausdenken, irgendwie gleich begriffen, das geht nicht. Allerdings ist das jetzt nicht
nicht die Lösung, weil Retrograd bedeutet also, wenn ich jetzt eine Demo filme als Polizei oder wenn irgendwie ein Stream läuft, Retrograd bedeutet, sobald diese Veranstaltung vorbei ist, kann ich in aller Ruhe da mit meiner biometrischen Überwachung durchgehen und dann ist es legal. Ja, deswegen haben wir uns überlegt, mit dem Sicherheitspaket, das passt nicht, das muss man schon Überwachungspaket nennen. Und es gibt seit einigen Jahren ein Bündnis, Gesichtserkennung stoppen. Das ist ein Bündnis, das hat sich aus einem anderen Bündnis heraus entwickelt, nämlich Reclaim Your Face. Da ging es damals schon um die biometrische Identifizierung. Das war auf EU-Ebene von EDRI, war eine große Unterschriftenaktion, die allerdings nicht ganz so gelaufen ist, weil war halt noch Pandemie und so. War schwierig. Viele Menschen, die jetzt hier in Deutschland da weitergemacht haben, haben dann gesagt, okay, wir machen dieses Gesichtserkennung stoppen mit dem gleichen Ziel. Wir haben uns in den letzten Monaten dann viel mit dem AI-Act auseinandergesetzt, weil da letztendlich auf europäischer Ebene die Regeln für biometrische Überwachung ausformuliert werden. Ich glaube, inzwischen sind es 27 Organisationen, die dabei sind. Genau, und auf der Seite gesichtserkennungstoppen.de gab es dann eine Aktion, mit der man E-Mails an Abgeordnete schreiben kann und sich tatsächlich genau über dieses Sicherheitspaket, dieses sogenannte Sicherheitspaket, beschweren kann, beziehungsweise seine Gründe bringen kann, warum man das für keine gute Idee hält. Und da sind wohl auch tatsächlich einige hundert E-Mails an die Abgeordneten gegangen und die werden wohl auch tatsächlich ernst genommen. Also es klingt immer so, schicken E-Mail, weiß nicht. Aber es ist tatsächlich, die werden ernst genommen. Die Menschen lesen das und nehmen zur Kenntnis, dass es eine Menge aus der Zivilbevölkerung beziehungsweise von ihren eigenen Wählern gibt, die diese Geschichten komplett ablehnen. Auf der Seite sind noch ein paar Testimonials, das sind ältere Geschichten, die sind aber tatsächlich, es sind alles nur 30-Sekunden-Videos, die sich aber wirklich mal lohnen, wenn man sich nochmal vergegenwärtigen will, warum biometrische Überwachung so gefährlich ist, warum, ja, anders als bei einem Passwort, man das Gesicht halt nicht wechseln kann und wo überall so eine Überwachung stattfinden kann und so. Ich muss euch da nicht für überzeugen, glaube ich, hier in dieser Runde, aber wenn ihr andere Leute mal irgendwie ein bisschen erklären wollt, ein paar einfache Argumente haben wollt, gut verständlich und von Leuten, die wirklich eine Ahnung haben, kann ich das nur weiterempfehlen. Das ist auf der gleichen Seite von gesichtserkennungstoppen.de. Vor 2 Wochen hat dann Pro Asyl und die IEL eine Demo organisiert vor der SPD-Parteizentrale hier in Berlin. Waren auch so 1300 Leute, wurde gesagt, waren da. Für unser Bündnis hat tatsächlich Lena gesprochen, die wir gerade zum anderen Thema hier gehört haben. Freitag drauf gab es eine Stellungnahme, wo tatsächlich die Gesetze erklärt worden sind, beziehungsweise die Gesetzentwürfe ein bisschen genauer auseinandergenommen wurden, mit Argumentationen, warum das halt alles erstens nicht zielführend ist, zweitens viel zu offen von der Formulierung, teilweise nicht umsetzbar und halt auch gegen bestehende Gesetze und europäische Grundsätze. Am Montag drauf ist dann noch ein offener Brief rausgekommen von eben diesen ganzen Organisationen, die ihr gerade da gesehen habt. Denn am Montag gab es einen Sachverständigenausschuss für Inneres und Heimat. Ich muss euch so vorstellen, dass die Abgeordneten, die für die inneren Fragen sind, da alle in einem großen Raum sitzen. Da waren sehr viele Sachverständige geladen, ich glaube fast 20 Leute. Und die einzelnen Parteien dürfen dann jeweils so Experten einladen. Und diese Experten haben dann jeweils ein Statement abgegeben und dann Rede und Antwort gestanden.
Ja, wie gesagt, also Experten und Sachverständige, die Bundesregierung selber eingeladen hat. Und die haben diese Gesetzentwürfe so schön auseinandergenommen, dass wir uns die jetzt zum Abschluss einfach nochmal anschauen. Dennis Kenji Kiepka, ich gehe einfach jetzt kurz durch, weil sonst wird das alles ein bisschen zu lang. Sarah Lincoln von der GFF war dabei. Es waren halt viele Leute von Universitäten, viele Wissenschaftler. Aber zum Beispiel auch Frau Specht-Riemenschneider, die Nachfolgerin von Ulrich Kelber, höchste Datenschutzbeauftragte in Deutschland. Wie gesagt, Richter vom BKA selber, die Vizepräsidentin, die erklärt hat, warum das tatsächlich alles nicht so eine gute Idee ist, obwohl es das BKA tatsächlich direkt betrifft und eigentlich für das BKA positiv sein sollte. Und genau auf bundestag.de kann man einmal diese komplette Sitzung nachschauen, die allerdings sehr verwirrend ist, weil sie wirklich ständig zwischen Asyl, Waffen und biometrischer Gesichtserkennung hin und her gesprungen wird. Aber da sind auch die ganzen Eingangsstatements der Sachverständigen nochmal zu sehen. Und das kann ich tatsächlich empfehlen. Die sind sehr gut zu lesen. Und Uli von D64 hat uns die zusammengeschnitten für einen Post. Und das lasse ich jetzt einfach mal laufen. Das, was so erste Marktsichtungen ergeben haben, zeigt, dass es verschiedene Möglichkeiten im Bereich des biometrischen Abgleichs gibt, die heute auch schon genannt worden sind. Wie das konkret aber erfolgen kann, das können wir Ihnen nicht sagen. Genau, das waren die Experten und wir können uns eigentlich nur wünschen, dass bei der Gesetzgebung einmal auf die Experten gehört wird, dass sie nicht nur eingeladen werden und sprechen dürfen, sondern dass sie tatsächlich auch einmal ernst genommen werden, damit es nicht wieder heißt, wir müssen nach Karlsruhe. Jo, danke sehr.
Danke, dann ist der Mann, den Sie IPAC nannten, jetzt bereit für eure Fragen. Mein Mikro ist schön laut. Moment. Hallo, du hast vorhin gesagt, dass jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, also dass die Gesetze gemacht werden und dann werden sie quasi abgelehnt vom Bundesverfassungsgericht, aber dann zwischendurch sind sie schon 1 bis 2 Jahre in der Anwendung. Ja, das und meine Frage ist, wie kann man das verhindern? Du hast ja gemeint, man sollte es verhindern, aber wie kann man das verhindern? Dass es immer wieder quasi das gleiche Gesetz aufgewärmt wird und immer wieder abgelehnt wird und aber zwischendurch immer wieder im Einsatz ist. Ja, ich bin ja jetzt nicht der Jurist von unserem Verein. Es ist halt schwierig. Man muss halt wirklich im Prinzip die Abgeordneten davon überzeugen, von vornherein dagegen abzustimmen. Das ist so ein bisschen der Grund, warum wir bei der Chatkontrolle sehr früh angefangen haben, da irgendwie Protest zu machen oder halt auch zu sagen, Moment, hier sind ganz klare rote Linien, die nicht überschritten werden können. Warum die Gesetzgebung in Deutschland so funktioniert, dass man mehr oder weniger klar nicht verfassungskompatible Gesetze durchkriegt und man dann jemand aus der Zivilgesellschaft braucht, der dagegen klagt und das Jahre dauert, bis es vor dem Verfassungsschutz dann landet und abgelehnt wird, das kann ich leider nicht sagen. Gibt es noch weitere Fragen zu dem Thema? Dann frage ich mal, also es war ja doch jetzt sehr eindeutig, dass alle gesagt haben, geht ja sowieso nicht, hat rechtlich keine Basis, dann ist doch alles schick, oder? Es gibt ja zum Glück im Moment jetzt nicht nur offene Briefe von der Zivilgesellschaft, sondern du hast es vorhin schon erwähnt, es gab Briefe von den SPD-Genossinnen und Genossen, die selber sagen, Moment mal, so läuft das nicht. Die Grüne Jugend ist, glaube ich, auch gerade der Vorstand zurückgetreten, nicht wegen der schlechten Ergebnisse, sondern einfach, weil die Grünen als Bürgerrechtspartei plötzlich solche Gesetze mittragen wollen. Das sind so Sachen, wo ich vielleicht eine Chance sehe, dass mit den Experten und Gegenwind aus den eigenen Reihen und einem klaren Gegenwind von zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und wenn das so weitergeht, dann hoffentlich auch mit einem breiten Straßenprotest dagegen, dass sich da doch nochmal überlegt wird, Moment mal, vielleicht war es doch ein bisschen übertrieben, lauter Gesetze zu fordern, die extrem die Grundrechte einschneiden und dabei nichts gegen eine Terrorgefahr tun oder irgendwie eine gefühlte Sicherheit und stattdessen eigentlich nur in die Kerbe der Rechten schlagen und das Asylrecht verschärfen. Das heißt, du denkst, es war eher so eine medienwirksame, wir müssen schnell irgendwas machen, um irgendwie seriös zu wirken. Und jetzt müssen dann die Bürger, wenn sie dagegen sind, die Politiker wieder beruhigen und sagen, hey, reicht, wenn ihr menschenrechtlich vertretbare Gesetze erlasst? Kann man das so? Es ist immer eine extrem hektische und populistische Reaktion auf solche Anschläge, Attentate, sowas. Das ist nicht das erste Mal, natürlich, ja. Noch weitere Fragen? Ansonsten würde ich IPANC in den Abend entlassen. Gut, danke schön. Vielen Dank für den Beitrag. Einmal Applaus. Dann sind wir mit den heutigen Themen des Tages schon durch. Und wer sich denkt, so Manno, ich hätte gern mehr Infos, mehr Input, dann empfehlen wir euch die Aufzeichnung der netzpolitischen Matinee vom letzten Mal. Da ging es um Open Source und Fediverse. Also wie können wir uns im Internet freier bewegen, das freier gestalten und auch da mitwirken, ja, für Sachen, die gezeigt werden oder eben auch nicht gezeigt werden. Da waren auch verschiedene Experten zu Gast. Wird auch eine nächste netzpolitische Matinee geben. Wann, sagen wir aber noch nicht. Und ansonsten gab es natürlich auch noch die netzpolitische Konferenz zum Thema Bildet Netze. Und es gab auch noch den Fediverse-Tag. Also der September war voll von netzpolitischen Themen. Der am Fediverse-Tag wurde auch aufgezeichnet. Könnt ihr euch auch die Vorträge nochmal nachschauen. Also da waren unter anderem Entwickler mit dabei,
Menschen, die den Mastodon-Account noch nicht wieder gelöscht haben, nämlich der NDR oder das Bibliothekwesen, die darüber gesprochen haben, wie sie das nutzen und für sich Leute erreichen können und wie man das auch anderen Leuten schmackhaft machen kann. Genau, und die Netzpolitik-Konferenz war auch und da könnt ihr auch die ganzen Vorträge nochmal nachschauen, wenn ihr möchtet. Ansonsten haben wir immer noch keinen QR-Code, vielleicht im November dann spendet an die DigiGuest, dass sie eines Tages Zeit hat, sowas zu machen und weitere Arbeit leisten kann, wie sie es heute wieder getan hat. Dann danke ich der digitalen Gesellschaft, ich danke dem Barbots AT Unreal Ramsi, dem Videomann Seven und dem Tonmann Mackie und ich danke euch, dass ihr gekommen seid. Schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Applaus für alle. Ach so, wann der nächste netzpolitische Abend ist, das ist schwierig. Möchte jemand raten, wann könnte der sein? Mittwoch, fast, ganz knapp. Genau, immer der erste Dienstag im Monat und zwar ist es der 5. November. Ja, genau. Herzlichen Glückwunsch. Bis dann. Genau, nochmal Applaus. Yay! Yeah.